Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute gibt's Krypto-Action mit dreifach Krypto, Despota, Satzena und Grampool und alle mit starken Sofortattacken erst anstatt Ladeattacken. Dafür aber alle drei auch nicht gerade bulky, also alle drei sind Glaskanonen. Für heute mal ausnahmsweise schnelle Kämpfe, habe ich mir so das Team überlegt. Und eine kleine Ankündigung. Ich fahre ab Samstag in den Urlaub. Das heißt, ab Mittwoch werde ich beginnen, fortzuproduzieren. Genau. Quasi dann erstmal nur noch ein Set pro Tag und nicht zwei. Und ich habe jetzt gerade nicht mitgezählt, ne? Das ist ein Strauchler. Boah, das macht aber trotzdem mehr Schaden als ich. Eigentlich bin ich rübergegangen, aber danke. Oh, dann gehe ich hier rein. Einlass dich durch. Ja, eigentlich bin ich rübergegangen, aber okay. Ja, ich muss schilden. So. Oh nee, ich hätte zwei Laubklingen geschafft, ne? Ah. Ja, Laubklinge wär's gewesen. Okay, das habe ich diesmal nicht gut gespielt, weil den Knirscher hätte ich rauskriegen können. Beziehungsweise ich hätte rausgehen können. Ja, das wäre gewinnbar gewesen. Und da kommt er zum Steinhagel auch noch. Das ist schon krass, ja. Aber irgendwie hat jeder diese komische Fee. Was ich ein bisschen komisch finde, aber okay. Will ich ja nichts gesagt haben. Aber mir geht die schon halt auf den Keks. Wem geht die Gesteinsfee noch auf den Keks? Bitte in den Kommentaren. Danke. Ferg Azoid. Okay, das ist in Ordnung. Das ist machbar. Ja, hier muss ich nur bloß wieder schilden. Eissturm war so Klarheit, ne? Oh, man kann nicht mehr runterfahren, richtig. Ja, dann ist das schon verloren. Oder auch nicht. Ich darf aber jetzt nicht rübergehen. Okay. Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Er schildert einfach nicht. Oh, ich gehe hier raus. Ja, deswegen verliere ich das. Ah, oh, Kreuzschere hätte ich abfangen können. Boah, tut das weh. Als ob er wusste, dass ich eine Fee hinten habe, ne? Ja. Ja, weil ich keine Schilde mehr hatte. Ah, ärgerlich. Das Team kann auch gut sein. Ich habe da schon 4:1 mit heute geschafft. Ja, aber schwierig, ne, weil die halt nichts aushalten. Aber ich hätte auch auf die Steinkante gehen müssen.
Dann hätte ich mehr mit Gesteinsattacke Schaden gemacht. Rocket Boss 1. Das ist Butter gegen Drauran. Gut, 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 gut. Wir haben aber auch noch Dings. Boah. Ah, nee, brauche ich nicht schön. Ah, bitte lass mich runterfahren. Och nö, nö, das sehe ich jetzt nicht ein. Nee, das schäle ich jetzt. Los, komm schnell mit Dragoran rein. Gut, also brauche ich nicht warten. Dragoran ist weg. Oh, Nein, ich habe doch Knöscher Grey gehabt. Okay, ich hätte doch drin bleiben sollen. Ach shit. Dann hätte ich lieber hier den Schlagbohrer abgekriegt. Ja, schwierig, wenn Doppelstahl hinten ist, ne? Und die drei sind halt nicht so stark gegen Stahl-Pokémon. Wobei die Sofort-Attacken auch gegen die Stahl-Pokémon hier echt gut donnern können. Okay, Schlinkling ist vollkommen in Ordnung. Oh, da wäre hier Dings Grambul wieder besser. Dass das viel so viel Schaden macht, ne? Oh, der hat schon gesessen. Ja, Acrostella gefällt mir eher weniger. Oh, dass ich die Attacke nicht gekriegt habe, auch. Ja, ich glaube, das verliere ich auch wieder. Ja, jetzt läuft es gerade gar nicht so gut. Lake lasse ich durch. Ja, ich muss leider schön. Ah, weil das alles drei Glaskanonen sind. Und der geht auf Lake. Eklig. Bitte schaffe nicht noch einer. Doch. Oder bei meinem Glück Schlammburge. Nee, Lake. Okay, Lake überleben wir. Und er schafft noch eine Attacke. Obwohl er so einen schönen Charme gekriegt hat. Oder hätte ich noch ein Steinattacke noch machen sollen? Vielleicht hätte man das sogar dann gewinnen können. Weil das letzte Pokémon schien schwach gegen Satzenia gewesen zu sein. Okay, Despotar natürlich nicht gut gewesen. Aber steckt man halt nicht drinnen, ne? Wir werden auf jeden Fall durch die zwei Sets jetzt gute Punkte verlieren wahrscheinlich. Lila Kila. Okay. Okay, Voltula ist erstmal in Ordnung. Ja. Boah, ich. Moment. Ich bin ja hier effektiv, ne?
Ja, jetzt muss ich einmal chillen, weil ich zu spät rübergegangen bin. Komm bitte, fahr runter. Danke. Okay, dann kann ich hier drauf gehen. Auf Laubklinge. Okay, finde ich gut. Okay, er schüttet einfach alles. Ich glaube, runterfahren kannst du nicht. Nein. Okay, Gegner gibt auf. Oh, einen Sieg haben wir wenigstens. Da sah man, dass das Team hier echt gut sein kann. Und er hat Alpha Sarzenia ja total unterschätzt, würde ich mal sagen. Okay, wir gehen aber 40, 41 Punkte runter. Schade. Das Video wollte ich sowieso nur wegen der Ankündigung eigentlich auch heute machen. Also größtenteils und halt mal schnelle Kämpfe ausnahmsweise machen. Weil die Tage halt stressig genug werden, weil ich ja vorproduziere. Und das ein Video pro Tag. Okay, sonst gehe ich eigentlich immer in Granbull, aber das ist ein Satz hier, ja. Eher um das Flug-Pokémon rauszuholen. Sehr schön. So. Laubklinge tut schon ein bisschen weh. So, Wechseluhr wird ticken lassen. Aber der Gegner wird wahrscheinlich noch ein bisschen Pokémon haben. Wir schäden hier natürlich nichts. Danke, dass der liebe Gegner immer einsetzt. Spukball? Nee, Giftzahn. Und es ist einfach immer noch nicht gewechselt worden, ne? Das kann doch eigentlich nur ein Steuerungstyp sein, oder? Ja. Oh, ja. Also gegen solche Teams kann ich schlecht was machen. Also gegen Doppelgift. Das ist natürlich echt kacke gelaufen. Ja, schade, dass Irokex nicht hinten war. Dann Irokex hinten hätte ich zerpflückt. Auch mit Granbull gerade. Ja, mit Granbull brauche ich dann echt nicht schilden. So, mal gucken. Uncle Instinct 91. Okay, Voltula sehen wir wieder. Ist das der von ihm? Boah, das tut weh. Ich schilde sogar einmal. Also gegen Kampf-Pokémon habe ich jetzt zwei Pokémon. Und kommt ein Kampf-Pokémon? Könnte der von ihm gewesen sein? Genau, er muss einsetzen. Eisstrom kommt, ist okay. Wir gehen in Satzinia. Oh. Ah, hätte ich das mal nicht geschildert.
Aber es war im Gleichstand. Okay. Das ist aber in Ordnung. Okay, das ist nicht in Ordnung. Komm schon. Pfui. Ganz knapp hat der Gegner gut gemacht, dass er nicht voll aufgeladen hat. Ich hätte aber auch down rein chillen sollen. Ich hätte einfach nicht chillen sollen. Ja, das war der Fehler in diesem Kampf, dass ich einfach geschildert habe. Weil mit Sturzflug hätte ich wahrscheinlich Taubos sogar runterfahren können. Doppelt gesenkt, ja, doppelt gesenkt. So, gegen Alex kämpfen wir. Oh, hier wäre wieder Satzenia vorne gut. Wir gehen diesmal in Brandpol sofort. Oh, schade, dass du kein Krypto bist. Oh, sehr schön. Drachenschauer, ja. Ich weiß nicht, ob er noch eine Drachenklaue schafft. Ne, Lower Kanal, perfekt. Dann schafft er keine weitere Attacke. Ja, Gegner kann nicht viel fahren. So, wir lassen die Wechselrohre runterticken. Oder auch nicht. Ja, Morlott ist jetzt weg. Morlott ist jetzt RIP. Oh, er geht sogar auf die Steinkante. Mantax. Wenn du Blubstrahl bist, überlebe ich das eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt muss er schon auf Eisstrahl, ne? Kriegt nur ein Rasierblatt raus, leider. Ah, das ist bestimmt ein Eisstrahl, ne? Wenn du schlau bist, gehst du jetzt auf Eisstrahl. Ja. Ach, komm. Das war wieder so eng. Da hätte ich vielleicht doch nicht den Knirscher machen sollen. Erst im Gleichstand. Aber das hätte auch nichts gebracht. Weil dann hätte ich die Verteidigungssenkung nicht gekriegt. Ja, schwierig. Mit dem Team ist echt schwierig. Schade, dass der Gegner nicht gleich auf Eisstrahl gegangen ist. Ah, ja, ich hätte auch nicht abfangen können. Das ist das Problem. So, Despotar gegen Grabbit. Ich kriege aber auch hier feinste Ware aktuell. Oh, das war eine Tackle. Nein. Ja. Wir gehen auf Knirscher. Grabbit hat nur Tackle. Ja, ich hoffe nicht, dass du noch eine Lage schaffst. Bitte nicht.
Danke. Mach jetzt einfach nur Knirscher. Und jetzt gehen wir in Satzenia und verlieren. Stimmt's? Ja. Das ist doch zum Heulen. Hier wäre Despotar jetzt hinten besser gewesen. Sag ich so, wie es ist. Ja, verloren. Boah, hätte ich Despotar hinten gehabt, ne? Ich hätte ihn damit, also seinen Taubos hätte ich überrannt. Okay, macht dieses Team auf jeden Fall nicht nach. Das 4 zu 1 war scheinbar nur Zufall. So, Kampf beginnt. Gegen Pepco. Das geht sogar. Der hat nichts Effektives gegen mich. Skunklang hat ausnahmsweise 0. Ach, nee, ich hätte den Ding spielen können, oder? In Satzenia. So, eine Attacke werden wir ja wohl hier tanken. Was? Aber okay, er kann nichts farmen, ne? Er kann nichts mit Skunktank farmen. Okay, das ist Morlord. Perfekt. Schnell rüber. Okay, er kann ausgeben. Ja, so kann das Team auch laufen. Bloß, vermehrt trifft man gegen Hard-Konter-Teams. Für dieses Team hier. Okay, auch wieder nur ein 1 zu 4. Schade. Bei 2519, ja. Morgen werden wir auf jeden Fall ein ernsthafteres Team spielen. Seid gespannt. Ein Razzavt, es gibt XL. Und ein Capuno. Für die Folge soll es das jetzt gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.